Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games. Ich bin die Kari. Und ich bin der Zartuna und ich vermute, wir spielen gegen ein blau-weißes Deck. Lange haben wir nicht mehr gespielt und wir gehen auf einen Wunsch von euch ein. Wir haben ein Elfendeck gebaut. Bisschen anders als meins. Diesmal ist es seins. Ich gehe eher so Masse und Gegner niedertrampeln. Seins ist Klasse und Gegner niedertrampeln. Heißt, Zartuna bufft sich seine Mini-Elfen hoch, während ich einfach nur draufgehe. Ganz, 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 ganz viele. Wir mussten zwei Mulligans nehmen. Wir hatten einmal ein Mana und noch einmal ein Mana. Das kann man nicht spielen. Oder sollte man nicht spielen. Wir haben einen schwarz-weißen Gegner. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, genau das getappte Land. Wir können ja eh nur den Einser da gerade spielen. Dann schauen wir doch mal, was wir zu kriegen. Land, Land. Yay, Land! Gut, je mehr Land man schon auf der Hand hat, desto weniger kann man noch ziehen. Dementsprechend 6 Land insgesamt, damit kann man schon mal was reißen. Ja, aber nur Land ziehen wäre natürlich schlecht. Wir spielen Ja, gegen natürlich. Weiß-Schwarz. Ich hätte ja gedacht, da ist noch grün oder blau mit bei, aber gut, dann halt nicht, ne? Das bringt nichts. Das besondere Land kann man halt zu einer 2-2er-Kreatur mit Todesberührung umwandeln. Allerdings kostet das auch 3 Land. Und da wir nur 3 draußen haben, würde das einfach nur getappt reinkommen. Das bringt jetzt nicht so viel. Und wir müssen einmal schwarz dafür tappen. So, schauen wir mal. Was hat er denn? Flieger. Na, ganz toll. So, jetzt können wir schon ein bisschen mehr reißen. Wir bringen jetzt erstmal den einen raus. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen Elf spielen, kriegen wir einen weiteren Elfen mit dabei geschenkt. Wieder ein Land. Er hat mit Weiß wohl nicht so das Zielglück. Aber jetzt die Frage, was ist das für ein Deck? Ah, Mumien. Okay. Das erklärt einiges. Jedes Mal, wenn er jetzt einen Spielstein kriegt, wie auch immer der aussehen mag, kriegt er statt einem zwei. Das ist ein bisschen sehr nervtötend, gerade wenn es darum geht, Mumien, sprich Einbalsamierung, heißt vom Friedhof als Spielstein wieder zurückholen. Yay. So, unser Zusatzelf. Der Elf, den wir gerade gespielt haben, bringt eine +1/+1 Marke auf einen schon liegenden Elfen. In dem Fall nehmen wir natürlich auch den großen, der direkt angreifen kann. Wir hätten jetzt auch den Klingenzüchter zuerst spielen können, um nächste Runde groß angreifen zu können. Nur ich wollte es so vorbereiten, dass wir dann in der nächsten Runde mit 5 mit dem Klingenzüchter angreifen können, wenn er nicht zur Abwehr kriegt. Aber er ist ein schwarzes Deck, er wird Vernichtungskarten drin haben. Musstest du das jetzt unbedingt sagen? Snuff-Zombies sind jetzt aufgetaucht. Liga wird wieder angreifen. Statt der 2 Zombies, die er normalerweise gekriegt hat, hat er natürlich direkt 4 gekriegt, was das für uns nicht unbedingt einfacher macht. Aber okay, müssen wir mit leben? Dann schauen wir mal. Genau, am besten das. Wir brauchen ja im Moment das 6. nicht. So, bei ihm können wir auswählen, entweder 2-1-1er-Kreaturen oder 2-1-1er-Marken auf ihn drauf. Die Marken lohnen sich immer mehr, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn er mit angreift, kriegt jede Kreatur, die auch angreift, +3/+3 pro Marke, die auf ihm drauf liegt. Was dann zu solchen schönen Sachen führen kann, wie einer 20er-Kreatur, die ihn mal eben angreift. Jetzt ist er am Grübeln. Was soll er machen? Eine weitere Kreatur, okay. Hat Hinweise bekommen. Tja. Ein All-In-Angriff, okay. Blocken oder nicht blocken. Nein, wir werden nicht blocken. Und dann selber einen All-In-Angriff machen, Ja. was ihn tötet. Nicht ganz, aber fast.
Er grübelt weiter. Kann was spielen, tut es aber nicht. Wobei, er könnte mutmaßlich einen Hinweis umwandeln. Ja, das tut er auch. Ah, sehr schön. Am besten auf den Klingenelfen nochmal eine Marke drauf, oder? Ja. Dann kriegen nämlich alle angreifenden Kreaturen bis auf ihn. Ach, das geht ja nur auf ihn Geht leider selber. nur auf Okay, ihn. schade. Jetzt müssen wir rechnen. 4. Er kriegt 4. 4 sind 8. Den auch noch umwandeln, genau. Sein All-In-Angriff war sein Fehler, liebe Zuschauer. Er hat mutmaßlich einfach nicht auf den Elf geachtet. So, und ihr seht jetzt, was da jetzt für eine Schlagkraft einfach reinkommt. Das kann er nicht wegblocken. Das ist einfach nicht möglich. Das hätte er gekonnt, wenn er in der Defensive geblieben wäre, durch Zauberkarten und anderen Sachen. Aber sein All-In-Angriff war für uns der Sieg. Er hat nicht damit kalkuliert, dass wir hier diesen Kleinen noch dazu kriegen. Das ist das Problem, liebe Zuschauer. Einmal nicht aufgepasst und schon hat man verloren. Und wir haben Wir. ihn nur es geschafft, weil wir noch den Sumpf dazu genommen haben. Den hat er nämlich nicht einkalkuliert. Ich hoffe, es hat euch Genau. gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was sehen wollt. Wir haben noch ein paar Decks vorbereitet für euch. Euer Zartonar. Und eure Kari, bis zum nächsten Mal.